bisschen näher hingegangen und die erste Reihe wird nun für euch aufgedeckt. Wir schauen. Wackel ich ein bisschen und ich erkläre es euch gleich, was es bedeutet. Schöne Karten bisher für die erste Reihe. Super schöne Karten für die erste Reihe. Gut, wir schauen. Ich erkläre dir die Bedeutung. Wenn du die erste Reihe gewählt hast, wird der Montag ein Tag der Entwicklung sein. Hier geht es Dinge, die du schon geplant hast, Dinge, die du vielleicht schon vorbereitet hast, zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch. Morgen kommt die positive Entwicklung. Es kann durchaus sein, dass sich eine Sache für dich, zum Beispiel ein neuer Job, ergibt. Alles, was du schon angefangen hast, dein Buch, deine Gedanken, die du hast, werden sich am Montag manifestieren. Der Dienstag ist ein Brennnesseltag. Das heißt für dich, denk an dich selber, steche mal, wenn dich jemand stört und mache die Dinge, die du haben möchtest an diesem Tag. Und es ist auch ein guter Tag, um amtliche Sachen zu erledigen. Der Weißdorn steht für den Mittwoch, ein Tag der Herzensliebe. Vielleicht kriegst du Besuch von lieben Verwandten, vielleicht ist jemand besonders herzlich zu dir, vielleicht hörst du aber auch positive Nachrichten von deinem Mann, deines Herzens, den sogenannten Herzensmann. Vielleicht macht er dir sogar ein Liebesgeständnis. Donnerstag, jetzt haben wir es wieder, Brennnessel. Wieder ein toller Tag, zum Beispiel um Ämter zu besuchen, aber auch an sich selber zu denken. Mensch, mache, was du möchtest, es wird dir gut tun. Setze dich durch, zum Beispiel auch bei Vorgesetzten. Der Freitag ist ein Tag der Liebe. Der Apfel steht für Sexualität, der Apfel steht für zwischenmenschliche Beziehungen und ja, auch wenn du Single bist, vielleicht lernst du ausgerechnet am Freitag jemanden kennen, also bitte ausgehen. Und auch wenn du schon in einer langjährigen Beziehung bist, am Freitag ist alles möglich. Ja, Apfelkuchen backen, Kirschkuchen essen, das alles sind Dinge, um die Liebe zu aktivieren. Es alles sind rosa Zehen, sind Liebespflanzen. Jetzt kommen wir zum Samstag. Obwohl es eigentlich ein Tag ist, wo die Menschen nicht unbedingt arbeiten, wird es bei dir Geld geben. Ich würde dir so wünschen, dass die Lottoziehung für dich positiv ist, denn der Weizen ist der Tag des Geldes. Vielleicht bekommst du einen Bescheid per Post, dass Geld kommt. Vielleicht hast du einen kleinen Gewinn bei der Lottoziehung. Vielleicht kümmerst du dich auch an diesem Tag um dein Geld. Das kann man ja auch übers Internet tun. Der Sonntag ist für unerwartete Dinge aus der Vergangenheit recht gut. Vielleicht meldet sich jemand aus der Vergangenheit, wo du schon lange darauf wartest oder schon fast vergessen hast, oder du beschäftigst dich mit Dingen aus der Vergangenheit. Alte Albums anschauen, vielleicht deine Freundin sehen, die du schon lange nicht mehr angerufen hast. Tu es, es wird wieder viel Neues kommen, das es in der Vergangenheit schon mal gegeben hat. So, wir gehen zum Buddha. Und schauen, was uns die zweite Reihe für dich parat hält, wenn du sie gewählt hast. Ich decke mal zuerst auf. Ui, die Karte hat einen Fleck. Muss man mal eine neue Deck aufmachen. Übrigens, mein Pflanzenorakel kann man wieder kaufen. Direkt bei mir auf meiner Webseite bestellen. www.eveline-graf.de. Da kann man sich das Deck wieder bestellen. Es gibt es seit einem Monat wieder. Und wenn Sie auch so einen Fleck da drauf haben, kann man sich ja ein neues Deck bestellen. Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, die zweite Reihe beginnt ja fast wie die erste. Der Mond. Positive Entwicklung. Alle Dinge, die du schon vorbereitet hast, zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch. Vielleicht kommt ja tatsächlich der Brief, dass du eingestellt wirst oder eine Sache, wo du vorbereitet hast, zum Beispiel etwas, was du unbedingt tun musst, kann ja auch im Hausputz sein. An dem Tag kannst du alles positiv ausführen. Die positive Entwicklung, ein Gedanke, den du mit dir herumträgst, ich möchte dieses oder jenes machen, wird sich am Montag in die Tat umsetzen lassen. Der Dienstag, ein Tag der Herzensliebe. Ja, für dich wird es
jemand liebe Worte haben. Vielleicht kommen liebe Verwandte zu Besuch oder einfach jemand im Kaufhaus oder sonst was ist lieb zu dir. Vielleicht meldet sich auch dein Herzensmann. Der Mittwoch, Spitzwegerich, da geht was richtig schnell. Vielleicht musst du eine Entscheidung treffen. Treffe sie schnell, ohne nachzudenken. Der Spitzwegerich sagt, wenn du diese Entscheidung schnell triffst, wird sie gut sein. Und sie wird dich positiv weiterbringen. Also Spitzwegerich, eine Entscheidung wird schnell gesprochen. Ein wichtiges Gespräch kommt auf dich zu, das schnell ist, das kurz ist, aber dein Leben essentiell beeinflussen könnte. Baldrian, Ruhe. Donnerstag solltest du dir Ruhe gönnen. Lass mal 5 gerade sein. Und auch wenn du in der Arbeit gehen musst, übernimm dich nicht. Und wenn du nach Hause kommst, mach doch ein schönes Bad oder eine Meditation. Oder versuche einfach mal, deinen Lieblingsfilm zu schauen. Ein Tag der Ruhe. Du hast es verdient. Auch wenn es mitten in der Woche ist. Freitag, Kornblume. Da entsteht was. Das hat mit Geld zu tun. Vielleicht möchtest du ein Spielchen wagen. Gut möglich. Vielleicht möchtest du zur Bank gehen, irgendwas verändern, damit das Geld mehr wird. Vielleicht möchtest du aber auch in die Liebe endlich Schwung reinbringen. Am Freitag ist es möglich. Tue ungewöhnliche Dinge, mach ungewöhnliche Sachen und du wirst sehen, es wird klappen. Samstag. Schon wieder der Spitzwegerich. Schnelle Entscheidungen, schnelle Gespräche bringen dir Positives ins Leben. Also, wenn dich jemand was fragt, gehst du mit mir aus? Jawohl, ich gehe mit. Und es wird gut sein. Oh, der Sonntag. Liebe pur. Es ist die Karte der Vereinigung, des Zusammenlebens, des Zusammenseins. Wenn du in einer Partnerschaft bist, genieße diese Partnerschaft. Mach mal wieder Dinge, die vielleicht vergessen worden sind, dass die Liebe auflebt. Bist du in keiner Partnerschaft und kennst jemand? Es kann alles passieren. Vielleicht kriegst du einen Heiratsantrag oder du wirst an diesem Tag endlich verstehen, jawohl, er oder sie gehört wirklich zu mir. Aber auch wenn du überhaupt nicht an Liebe denkst, kann es sein, dass liebe Menschen an diesem Tag zu dir kommen und du wirst merken, oh, diese Menschen gehören zu mir. Vielleicht sogar aus einem früheren Leben. Wir sind eins. Und wir gehen jetzt zur letzten Reihe. Die Pyramide wird weggenommen und wir schauen, was kommt. Ui, sehr schöne Karten wieder. Bis jetzt keine negative Karte in dem ganzen Blatt. Mal gucken. Vielleicht kennt ihr sie langsam schon. Okay, es geht los. Derjenige, der die dritte Reihe gewählt hat, begegnet vielleicht am Montag etwas sehr Karmisches. Vielleicht beschäftigst du dich an diesem Tag sehr viel mit Spiritualität, solltest du tun. Wenn du in der Spiritualität arbeitest, bedeutet es ein Tag, wo es richtig flutscht, wo viele Menschen deinen Rat wünschen. Es kann aber auch sein, dass dir jemand über den Weg läuft, mit dem du karmisch verbunden bist. Nimm es an. Vielleicht meldet sich dein Karma-Partner, deine Dualseele bei dir. Nimm es an. An diesem Tag wird nichts entschieden werden, aber du wirst vieles erkennen. Pfefferminze passt wunderbar zu dieser Karte. Der Dienstag ist für dich ein Tag der Klärung. Vielleicht steckt dir die Sache vom Montag noch in den Knochen, die Begegnung mit jemandem. Du kannst es klären, du kannst diesen Menschen anrufen, diese Frau, diesen Mann anrufen. Du kannst aber auch wichtige Gespräche im Geschäft, du kannst auch wichtige Gespräche mit Menschen machen, mit denen du schon länger nicht mehr gesprochen hast. Oder etwas, was ich habe immer so Dinge, dass ich manche Sachen einfach nicht fragen kann, weil ich ein bisschen Ängste habe, dass ich jemand ärgere. Das ist ein Tag, wo du nichts falsch machen kannst. Geh in die Gespräche schnell und es wird positiv sein. Schon wieder haben wir eine gleiche Karte. Mittwoch, Beifuß. Spiritualität, ein großes Thema. Du wirst, wenn du als in der Spiritualität arbeitest, heute einen großen Schub haben. Und wenn es um deine Dualseele geht oder um karmische Partnerschaften, wird auch dies ein wichtiger Tag sein. Und schaut her, es wiederholt sich. Das heißt, der Donnerstag, auch hier sollst du dann in die Gespräche gehen, sollst mit Menschen sprechen, mit Behörden sprechen, sollst sagen, was du möchtest, um endlich Klarheit zu bekommen. Übrigens ist die Pfefferminze dem dritten Auge zugeordnet. Schaut her. Entschuldigung, ich kann das so schlecht machen mit
darüber, ja, im dritten Auge zugeordnet. Das heißt, mir wird alles klar. Ich verstehe alles mit Kraft und Stärke. Dem Schützen ist sie zugeordnet. Es geht sehr, sehr schnell. Oben ist das Zeichen des Schützens. Und dieses S heißt, es ist was Feuriges. Es ist dem Süden zugeordnet, der Sonne. Das heißt, diese Gespräche, wo gemacht werden, werden Kraft und Feuer haben. Jetzt sind wir schon wieder beim Freitag. Ein Tag der Herzlichkeit, der Herzensliebe. Vielleicht meldet sich dein Herzensmann. Vielleicht sind Menschen lieb zu dir. Vielleicht hast du einfach draußen eine Begegnung und du hast das Gefühl, Mensch, es gibt doch noch gute Menschen auf dieser Welt. Vielleicht ist es auch in der Familie, dass man sieht, wir gehören doch zusammen. Und schon wieder der Weizentag am Samstag, die Geldkarte. Auch hier, vielleicht sieht man dich ja als Gewinn. Vielleicht wirst du dich heute mit Gelddingen beschäftigen. Es kann aber auch sein, dass du irgendwas machst, dass endlich wieder Sonne in dein Leben kommt. Denn der Weizentag ist eine Sonnenkarte. Das heißt, sie ist dem Löwen und der Sonne zugeordnet. Das heißt, es wird ein schöner Tag. Lebensfreude pur. Alraune am Sonntag. Die Erfüllung, die höchste Karte der Spiritualität. Was wirst du tun am Sonntag? Dich mit Spiritualität beschäftigen, dich entscheiden, den spirituellen Weg zu gehen oder die Erkenntnis bekommen, jawohl, ich gehöre zu jemand. Jetzt ist es klar. Ich vermute es sogar bei diesem Bild, denn nur in dieser Reihe sind diese drei spirituellen Karten. Gibt es einen Karma-Partner? Gibt es eine Dualseele? Vielleicht weißt du am Sonntag, dass es wirklich so ist. Ja, und ich wünsche euch eine tolle Woche und sage euch Tschüss, bis nächsten Freitag. Da bin ich in Berlin bei Astro TV. Schaut gerne mal rein. Ab 9 Uhr geht's los. Tschüss.